Hallo, mein Name ist Roshan Mamawar, ich bin Notfallmediziner und ich würde gerne ein bisschen was erzählen zu Covid-19 und Kindern. Es kursieren derzeit wieder mal viele Falsch- und Fehlinformationen. Es gibt zahlreiche Eltern, die verunsichert sind über widersprüchliche Informationen und ich hoffe, da ein bisschen helfen zu können. Wir haben seit Beginn der aktuellen laufenden Corona-Pandemie viele Fehlinformationen zu Kindern gehört. Angefangen damit, dass am Anfang behauptet wurde, Kinder könnten gar nicht Virusträger werden, bis hin zu Kinder könnten, selbst wenn sie das Virus tragen würden, niemanden anstecken, bis hin zu Kinder könnten gar nicht erkranken. Und es hat sich im Laufe der Zeit erwiesen, dass diese Informationen alle falsch sind. Denn Kinder können sehr wohl Virusträger werden, Kinder können sehr wohl andere Menschen anstecken als Virusträger und Kinder können auch an Covid-19 erkranken. Kinder können sogar schwer erkranken und im Extremfall auch sogar sterben. Es ist richtig, dass die Rate an schweren Erkrankungen und an Todesfällen bei Kindern deutlich geringer ist als bei Erwachsenen. Aber man muss sich Folgendes vor Augen halten. Wir haben bei fast 4 Millionen Infizierten in Deutschland eine Todesrate von etwa 90.000 Menschen gehabt. Wenn wir jetzt das Virus durch unsere 9 bis 12 Millionen Kinder, je nachdem welche Altersstufen man hinzurechnet, durchpflügen lassen, müssen wir damit rechnen, dass wir Hunderttausende Erkrankungen bekommen, Covid-Erkrankungen, dass wir darunter Tausende schwere Erkrankungen haben werden, die stationär behandlungsbedürftig sind, unter Umständen auch intensivpflichtig. Und wir werden rechnen müssen mit Hunderten von toten Kindern. Jetzt ist es so, dass das individuelle Einzelrisiko für jedes einzelne Kind natürlich recht gering ist, an Covid-19 zu versterben. Allerdings gibt es noch weitere Probleme bei Covid-Infektionen, die wir nicht ganz außer Acht lassen dürfen. Es ist so, dass viele Genesene, auch Kinder, an sogenannten Long-Covid-Symptomen leiden. Das ist leider eine derzeit noch etwas unfassbare, ungreifbare Symptomentität, die einfach weil sie noch relativ neu ist, noch nicht in Gänze abschließend definiert ist. Es gibt verschiedene Definitionen vom CDC, von der WHO. Letztlich gemeinsam ist ihnen, dass über Wochen hinaus bei Patienten mit Zustand nach Covid-19-Erkrankung, die Patienten weiter Symptome haben, Beschwerden haben, teilweise bleibende Schäden haben, bis hin zu 12 Wochen und länger hinaus. Es gibt viele Fallberichte von Patienten, die nach sogenannter Genesung weiterhin schwere körperliche Folgen davongetragen haben, weiterhin sehr krank sind. Wie lange das geht und welche abschließenden Folgeerscheinungen zu befürchten sind, wird sich erst noch zeigen, denn wir haben mit dem Covid-19-Virus bislang erst 1,5 Jahre Erfahrung. Wir wissen von vielen anderen Viruserkrankungen, dass sie bis zu Jahren danach noch Folgeproblematiken, Folgeerkrankungen machen können, bis hin zu tödlichen und nicht behandelbaren Komplikationen, wie bei der vielen bekannten Masernenzephalitis, die Jahre nach einer durchgemachten Masernerkrankung bei Ungeimpften auftreten kann. Bei Kindern ist es so, dass die Datenlage uns sagt, dass wir zwischen 10 und 30% der an Covid erkrankten
Kinder, nicht der Infizierten, sondern derjenigen, die auch eine milde bis leichte Erkrankung durchmachen, 10 bis 30% Long-Covid-Symptome entwickeln können. Das werden in der Regel zigtausende bis zu hunderttausende sein, die diese Problematik kriegen können, wenn wir die Pandemie einfach so durch unsere Kinder pflügen lassen und sämtliche Schutzmaßnahmen zurücknehmen. Es gibt viele Folgeerkrankungen, Begleiterkrankungen, zum Beispiel, dass inzwischen in vielen Publikationen veröffentlichte PIMS, das Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, bei dem nach mehreren Wochen Symptome auftreten, die bis hin zu Intensivpflichtigkeit führen können, die in seltenen Fällen auch zum Tod führen können, bei dem die genauen Pathomechanismen noch nicht abschließend geklärt sind. Das Beste, was wir dagegen machen können derzeit, ist, unsere Kinder vor einer Infektion zu schützen. Da die Politik derzeit nicht gewillt ist, uns bei diesem Schutz zu helfen und im Gegenteil sogar in vielen Bereichen viele bisher nur widerwillig erlangte Schutzmaßnahmen sogar zurücknimmt, bleiben uns eigentlich nicht viele andere Möglichkeiten. Wir können darauf drängen, dass Luftfilteranlagen eingebaut werden in den Schulen, in den Kindertagesstätten, Luftfilteranlagen, die in den Parlamenten Selbstverständlichkeit sind. In den Parlamenten gibt es Plexiglasboxen für jeden einzelnen Abgeordneten. Es gibt regelmäßige Testungen. All diese Dinge, die unseren Kindern nicht zugestanden werden und die, so sie denn teilweise vorhanden waren, jetzt auch noch zurückgefahren werden. Unter der angeblichen Sicherheit der Infektion für Kinder. Wir müssen uns auch vor Augen führen, dass die sogenannte Herdenimmunität durch Durchseuchung nicht nur die zahlreichen Begleiterkrankungsgefahren und Risiken bergen, sondern dass dieser Weg auch ein trügerischer ist. Denn Genesene können sehr wohl erneut an Covid und Covid-Varianten erkranken, genauso wie Geimpfte. Wir wissen inzwischen, dass, und diese Zahlen gab es sogar schon im Frühjahr 2020, dass es eine gewisse Zahl an Covid-genesenen Patienten gibt, die sich erneut infiziert haben, die also keinen ausreichenden Schutz und Immunitätsstatus erlangt haben durch das Durchmachen dieser Erkrankung. Somit bleibt derzeit als einziger gangbarer Weg offenbar die Impfung. Bei der Impfung muss man sagen, es gibt viele Gerüchte, was die Impfstoffe angeht, die hier in Deutschland verwendet werden. Zu allervorderst gibt es immer den latenten Vorwurf, das seien Impfstoffe, die im Rahmen einer Notfallzulassung nicht ausreichend getestet zugelassen worden seien. Das ist nicht richtig. Also die klinischen Tests waren schon komplett abgeschlossen. Was beschleunigt wurde, war lediglich das bürokratische Zulassungsverfahren. Wir haben es also in der EU und in Deutschland mit komplett getesteten, sicheren Impfstoffen zu tun, die eine ganz normale klinische Prüfung durchlaufen haben und ebenso gut getestet sind wie jeder Masernimpfstoff, Grippeimpfstoff, Tetanusimpfstoff. Der einzige Grund, diesem Impfstoff nicht zu vertrauen, ist im Prinzip die ganz allgemeine Impfskepsis, die wir auch von Impfverweigerern und Wissenschaftsleugnern bereits kennen. Die derzeit laufenden Testungen um die klinische Prüfung, um die Dosisfindung und die Sicherheit für Impfungen an Kindern festzustellen, sind derzeit recht vielversprechend. Es gibt bisher noch keinerlei Hinweise darauf, dass diese Impfung bei Kindern nicht sicher wäre, sodass wer bereits jetzt sich bemühen möchte und einen Arzt findet, der sein Kind
impft, das unter 12 ist, das durchaus machen kann. Es wird pro forma sicherlich ein Haftungsausschluss unterschrieben werden müssen. Ich habe meine Kinder geimpft, nicht selber, sondern über einen befreundeten Hausarzt. Meine Kinder sind 10 und 12, die haben das gut vertragen. Und aus meiner Erfahrung kann ich das nur empfehlen. Wer lieber abwarten möchte, bis es eine endgültige Zulassung gibt, kann das durchaus tun. Man muss aber sagen, dass angesichts der zunehmenden Rücknahme sämtlicher Schutzmaßnahmen an den Schulen einem die Zeit da durchaus davonläuft. Wir müssen auch bedenken, dass wenn wir jetzt die Pandemie durch die Kinder durchjagen lassen und alle Kinder durchseucht werden und wir eine große Zahl an infizierten und teilweise kranken Kindern haben, dann werden wir das Gesundheitssystem ganz arg auf die Probe stellen. Wir haben in Deutschland eine deutlich geringere Zahl an Kinderintensivbetten als an Erwachsenenintensivbetten. Die Kinderintensivmedizin in Deutschland hat etwa 3000 Plätze zur Verfügung. Davon sind etwa ein Drittel neonatologische Intensivbetten. Das heißt, das sind hochspezialisierte Fachabteilungen, die Inkubatoren haben, die sich mit der Medizin von Frühgeborenen und Frühstgeborenen und Säuglingen beschäftigen, hochspezialisierte Fachkräfte. Auf so eine Station kann man keinen 10-Jährigen legen. Dafür sind die gar nicht ausgestattet. Wir können einen 10-Jährigen aber auch nicht einfach auf eine Erwachsenenintensivstation legen. Das sind ebenfalls hochspezialisierte Abteilungen, die teilweise Geräte haben, die teilweise Beatmungsschläuche und Infusionszugänge haben, die für Kinder gar nicht ausgelegt sind. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das heißt, wenn wir Kinderintensivmedizin betrachten, sind das hochspezialisierte Fachabteilungen und in diese schon seit Jahren fachlich und personell unterbesetzten Abteilungen wollen die Politiker jetzt unsere Kinder drauf lassen. Wenn man die geforderte Bettenauslastung der Intensivstationen als neue Maßzahl für Schutzmaßnahmen sich anguckt, dann sind wir bei der Kinderintensivmedizin schon lange drüber. Schon vor 2 Jahren, wer sich erinnert, hat die Medizinische Hochschule Hannover einen Warnruf gestartet, dass wegen personeller Unterbesetzung, wegen Bettenmangel teilweise Kinder nicht angenommen werden konnten auf der Intensivstation, die in der Folge durchaus auch verstorben sind. Das heißt, wenn wir jetzt die Pandemie durch unsere Kinder durchjagen lassen und die Durchseuchung, und ich möchte es bewusst so nennen, laufen lassen, dann werden wir in eine Situation kommen, dass am Ende Covid-Kinder und schwerst herzkranke Kinder um Betten konkurrieren müssen und dann irgendjemand die Entscheidung treffen muss, welches Kind darf leben und welches Kind wird sterben. Wir können in der Kinderintensivmedizin auch nicht wie in der Erwachsenenmedizin Eingriffe verschieben. Das sind schwerst kranke Kinder, die diese Betten benötigen. Ja, und wir können jetzt nicht unsere Kinder mit Covid erkranken lassen und sie mit diesen Kindern um diese Betten konkurrieren lassen. Das wird nicht funktionieren. Ich hoffe, ich habe ein bisschen zur Aufklärung beigetragen. Ich empfehle jedem, über eine Impfung für seine Kinder nachzudenken. Und ich stehe gerne für Fragen über soziale Netzwerke zur Verfügung. Vielen Dank.